Wir haben einen Workshop gemacht mit unseren Mitarbeitern und mit dem Freikom und haben dann entschieden, dass wir etwas machen, die Schatzsuche, die emotional ist, und deshalb ist es die Schatzsuche geworden. Die Plätze haben zu tun mit meinen Grosseltern, Vicky und Schül Huber. Sie haben sich natürlich im Rheintal auch bewegt und das sind so ihre Lieblingsplätze gewesen, wo sie ein Sonntagsausfahrt gemacht haben oder was auch immer. Ja, da kann man finden einen Diamantring, wo natürlich, ich sage jetzt mal, die Verbindung vom Schül und Vicky Huber wieder widerspiegelt. Die große Radio L Schatzsuche. Radio L hören und mit unseren Tipps auf große Schatzsuche gehen. Infos auf radio.li und Facebook.